Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir stehen ein bisschen die Tränen in den Augen. Warum? Ich frage euch mal, die meisten von euch, die wissen doch die Charta 77, was das ist, oder? Mal kurze Hand heben. Charta 77. Das waren diejenigen Intellektuellen in der Tschechoslowakei, in der tiefkommunistischen Tschechoslowakei, die eine Erklärung unterschrieben haben, die Charta 1977. Und wer diese Erklärung unterschrieben hatte, der hatte schwere gesellschaftliche Nachteile zu befürchten. Und er konnte vielfach in seinem Beruf nicht mehr arbeiten. Und er musste arbeiten, zum Beispiel als Heizer oder als Hausmeister. Und woran erinnert uns das, wenn wir gerade gehört haben, dass Donny als Hausmeister arbeitet? Donny, du kannst stolz sein, dass du in einer Reihe stehst mit denen, die die Charta 77 unterschrieben haben. Das ist eine Ehre für uns alle, dass du dabei bist. Danke dir. Meine Frage an euch alle, ist das, was hier geschieht, nicht doch längst ein Krieg? Ein Krieg gegen den Menschen. Es verlieren Menschen zu Tausenden ihre Arbeit. Es verlieren in Afrika Kinder zu Millionenfach. Verlieren sie die einzige Quelle, wo sie ihre Nahrung herbekommen, in der Schule. Es ist ein Graus, was geschieht. Es ist die Isolation der alten Menschen und wir stehen dagegen auf. Wir schützen den Menschen. Ist uns das klar, dass wir den Menschen schützen? Wir treten ein für die geschundene Menschheit. Und das kann man nicht starken, da gibt es gar keine Worte dafür, wie man das beschreiben kann, was hier geschieht. Und es ist ein Projekt, das schon lange geht. Es ist ein Projekt, das, lasst mich das so ausdrücken, Gott, dem Schöpfer, den Menschen aus der Hand nehmen will. Es ist ganz einfach. Warum sage ich sowas? Weil wir das alle nachlesen können. Wir können nachlesen auf dem World Economic Forum. Ich gehe davon aus, die meisten von euch wissen, welche perfiden Pläne das World Economic Forum hat. Und es gibt ein Video dazu, das auch die meisten kennen, vom YouTube-Kanal Kulturstudio. Da wird das ganz genau beschrieben, was man mit uns machen will. Man will uns nicht nur kennzeichnen, jeden Einzelnen von uns. Man will uns digitalisieren, man will uns identifizieren, man will uns auch liquidieren. All diese Dinge, die sind dort niedergelegt. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das kann jeder, davon kann sich jeder überzeugen. Und niemand kann sagen, er habe es nicht gewusst. Eigentlich beginne ich meine Ansprache mit ein paar fröhlichen Worten immer, aber ich war jetzt so erschüttert von dem Spiel von Donny, auch von den anderen Künstlern. Ich war so erschüttert einfach, weil mir klar geworden ist, auf welcher Dimension das alles hier stattfindet. Und dass ein solches Geschehen ja hier nur zum Ausdruck bringt, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was wir gerade erleben, wenn Donny als Hausmeister arbeitet. Dass eben so viele Künstler, so viele Menschen jetzt sehen müssen, wo sie ihren Broterwerb herbekommen, wie sie überhaupt sich über Wasser halten können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, alle miteinander. Darf ich euch ein Zitat vorlesen? Und das Zitat ist ganz einfach. Leistet passiven Widerstand. Widerstand, wo ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Zitat Ende. Das war ein Zitat aus dem ersten Flugblatt der Weißen Rose. Hans und Sophie Scholl und ihre Mitstreiter haben uns das geschrieben und sie haben es gelebt und sie sind dafür gestorben. Und ich habe heute, weil ja nicht so viel Zeit ist jetzt, es kommen ja noch andere Redner. Ich habe euch etwas vorbereitet, was jeder von euch umsetzen kann. Wir wollen Widerstand leisten. Und Widerstand können wir nur leisten, wenn jeder von uns sich als einen Multiplikator identifiziert, dass jeder von uns auch
auf die anderen zugehen möchte und dass er das auch mutig tut. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt mal frage, wer versucht hat, in seinem Umfeld Menschen zu überzeugen, dann gehen alle Hände nach oben. Und wir wissen auch, wie schwer das ist. Wir wissen auch, welche emotionalen Barrieren da dagegen stehen. Weil die Menschen, wie wir es heute auch gehört haben von Superman, geframed sind. Sie sind einfach emotional in ein Gefängnis eingesperrt worden. Das sind die Bilder, die sie uns allen in die Psyche gejagt haben, geschossen haben. Die Bilder von den Särgen in Norditalien. Und das alles hat die Menschen geprägt. Auch die Bilder von Menschen an Beatmungsmaschinen. Und was dann mit den Menschen passieren kann. All das ist uns in die Herzen geschossen worden. Und das bedrückt die Menschen. Und das ist der Grund, warum wir auf einer rationalen Ebene die Menschen kaum erreichen. Und doch ist es immer wieder ein Versuch wert. Und da möchte ich euch auch Hinweise geben heute. Der eine Hinweis, den ich euch gebe, ich bin ja Kommunikationstrainer in meinem Hauptberuf, zu dem ich kaum noch komme im Moment, ist die Sprache. Über die Sprache können wir sehr, sehr viel erreichen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, nämlich, das ist die Alternativfrage. Nehmen wir an, wir haben die Anna, die ist in unserem privaten Umfeld. Und wir wollen die Anna einfach mal aufschließen. Und da kann man eine ganz, ganz einfache Frage stellen. Sag mal, Anna, glaubst du in Sachen Corona alles, was da in den Mainstream-Medien gesagt wird? Oder willst du dir dein eigenes Urteil bilden? In der Regel kriegen wir bei einer solchen Alternativfrage genau die Antwort, die wir haben wollen. Ja, natürlich will ich mein eigenes Urteil bilden. Dann haben wir genau das, was wir wollen, nämlich jetzt ist die Tür einen Spalt offen. Und dann können wir sagen, ja, da habe ich dann eine Möglichkeit, wie du dich zusätzlich informieren kannst. Schau mal hier rein. Und schon können wir ihr, der Anna, einen Weg zeigen, sich zusätzlich zu informieren. Das ist das, was wir eine werkzeuggestützte Kommunikation nennen in unserer Sprache. Das heißt, wir schließen den anderen auf. Ein zweites Beispiel für diese sprachlichen Möglichkeiten, die wir haben. Aus dem privaten Umfeld. Wir machen bei uns in Ulm auch Kommunikationstraining mit Querdenkern. Und da ist jetzt ein Beispiel letzte Woche diskutiert worden, nämlich ich bin im Radfahrerverein, also ich jetzt nicht, sondern dort ist jemand im Radfahrerverein, der sagte ja. Und da haben wir natürlich auch oft in den letzten Monaten immer über Corona gesprochen und immer kam es zu Streit. Was kann man machen? Indem wir einfach eine Drei-Stufen-Regel, nennen wir das, einsetzen. Also nehmen wir mal an, der Klaus, so nennen wir den jetzt, der Vorstand im Radfahrerverein ist, der sagt jetzt wieder, ah ja, ich habe jetzt wieder in der Zeitung von euch gelesen, macht ihr da wieder Sache mit den Schwurblern und Verschwörungstheoretikern. Ich habe das gerade wieder gelesen. Alles in uns ist jetzt darauf angelegt, in diesem Augenblick auf Kontra zu gehen, uns zu verteidigen oder gegen diesen Angriff zurückzuschießen. Und jetzt gilt es, sich ein Stück weit in die Kontrolle zu bekommen. Und zum Beispiel, das nennen wir die erste Stufe einer Drei-Stufen-Regel, zu sagen, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, die Formulierung liegt an jedem von euch. Jeder kommt auf andere Ideen. Zum Beispiel zu antworten, okay Klaus, also du hast jetzt über die letzte Demo in der Zeitung gelesen, habe ich das richtig verstanden? Was sagt jetzt der Klaus? Er wird mit Ja antworten. Wir könnten auch antworten in dieser ersten Stufe. Okay, Klaus, also du hast da von Verschwörungstheoretikern gelesen, habe ich das richtig verstanden? Also jedenfalls die Frage, diese Rückfrage an ihn so formulieren, dass er ein Ja sagt. Dann kommt die zweite Stufe. Das ist das, was wir einen Überleiter nennen. Das erste nennt man eine Paraphrase, also mit eigenen Worten wiederholen, was der andere gesagt hat, wohlgemerkt mit eigenen Worten, sodass wir ein Ja bekommen. Das erste Ja haben wir in der Tasche. Versteht ihr?
Das haben wir in der Tasche. Und jetzt kommt eine zweite Stufe. Du, ich hab da, mir kam da mal eine Idee, Klaus. Darf ich dir die Idee mal kurz sagen? Was wird Klaus sagen? Er wird vielleicht mit einer gewissen Verwunderung würde sagen, ja, wieso, was für eine Idee? Dann haben wir schon das zweite Jahr in der Tasche. Und jetzt kommen wir auf die dritte Stufe. Das nennen wir die Zielfrage. Die kann ihrerseits auch aus zwei oder drei kurzen Fragen bestehen. Du Klaus, wir haben uns doch früher immer gut verstanden hier im Verein, oder? Bevor diese Corona-Kiste kam. Ja. Du Klaus, was hältst du davon, dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen? Ich bringe eine Flasche Rotwein mit. Du bereitest ein bisschen einen Obersten vor oder was auch immer. Und wir nehmen uns einfach mal ein bisschen Zeit miteinander, nur du und ich, einfach mal ein bisschen in Ruhe drüber sprechen. Was hältst du davon? Das war eine Drei-Stufen-Regel, wie wir jemanden, der auf Kontra gebürstet ist, versuchen können, auf eine ruhige Ebene zu bringen und einfach mit uns in einen fairen Austausch zu treten. Denn in dieser Minute, wenn er jetzt so auf Boxen aus ist, werden wir keine Möglichkeit haben, mit ihm ein ruhiges Gespräch zu führen. Also machen wir doch einfach das, was jetzt möglich ist, nämlich holen wir uns einen, die Verkäufer würden sagen, holen wir uns einen Termin. Und genau das war das Werkzeug der Drei-Stufen-Regel. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, aber es kann auch jeder auf dem Video nochmal nachsehen. Die erste Stufe ist, ich paraphrasiere, was ich verstanden habe und hole mir ein erstes Ja. Das habe ich in der Tasche. Zum Beispiel durch, okay Klaus, also dir ist jetzt die Berichterstattung über die Demo jetzt am Samstag aufgefallen. Ja, ja, genau. Und da. Okay, Klaus, ich habe da mal eine Frage. Mir kam da so eine Idee. Ja, das war die zweite Stufe der Überleiter. Und jetzt die dritte. Du Klaus, wir haben uns doch früher gut verstanden und jetzt wäre doch schade, wenn das an dem Thema Corona irgendwie jetzt alles irgendwie ganz anders sein müsste. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich interessant wäre. Danke, ich kriege gut Beifall. Ich kann mir vorstellen, das wäre für dich auch interessant, wenn wir uns einfach mal darüber in Ruhe austauschen. Was hältst du davon? Das war die Drei-Stufen-Regel und ich wünsche euch damit viel Erfolg. Kommen wir zum zweiten Thema, das ist die Maske. Ich möchte euch sagen, wir haben viel mehr Möglichkeiten in Sachen Maske, als wir alle denken. Wisst ihr, was meistens passiert? Die Maske wird identifiziert mit dem Thema Attest. Bei uns allen. Das gilt auch für unsere ganz Tapferen, ganz oben, wenn man oben und unten in unserer Bewegung überhaupt definieren sollte. Ja, aber so ein toller Typ wie der Markus Heinz, ja, dem rutscht dann auch gleich zum Thema Maske oder Befreiung von der Maskenpflicht das Wort Attest raus. Und meine Frage ist die, ob das überhaupt notwendig ist. Also, ich beobachte jedenfalls mit einem gewissen Flaungefühl in letzter Zeit, dass wir ständig immer von Attest reden, wenn es um Maskenbefreiung geht. Und da gibt es natürlich jetzt eine Änderung bei vielen Bundesländern, in Bayern noch nicht, wie wir wissen, aber in vielen anderen Bundesländern ist das so, dass tatsächlich in die Corona-Verordnung seit kurzem reingeschrieben wurde, dass für die Maskenbefreiung zur Glaubhaftmachung die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung notwendig ist. In Bayern steht das noch nicht drin, richtig? Genau. So, selbst wenn es drin steht, auch da gibt es dann Wege. Aber jetzt gehen wir mal von der bayerischen Situation aus. Wie Ralf Ludwig am 2. August 2020 am Brandenburger Tor mit bestechender Klarheit und unverrückbarer Gültigkeit ausgeführt hat, sind in den Corona-Verordnungen der Bundesländer Ausnahmetatbestände zur Trageverpflichtung einer Mund-Nase-Bedeckung, MNB, nicht deshalb verankert, weil die Verordnungsgeber zu uns Bürgern besonders nett sein wollen. Sondern warum? Warum sind Ausnahmetatbestände drin? Wer weiß das? Weil sie sich vor Haftungsansprüchen schützen wollen.
Ich merke Zustimmung. Das ist der Grund, warum Ausnahmetatbestände drinstehen. Dann gehen wir doch mal der Sache ein bisschen auf den Grund. Das ist das, was ich euch heute mitgebracht habe, damit jeder von euch mehr Mut bekommt, in dem Thema auch selbst aktiv zu werden. Jetzt betrachten wir den Fall, dass der Maskenträger Klaus Huber, so nennen wir den jetzt, beim Einkaufen ohnmächtig umkippt, mit dem Kopf aufschlägt und eine lebenslange Behinderung davonträgt, Punkt 1, und zweitens, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung für diesen Unfall ursächlich war, also diese immer umstrittene Frage der Kausalität, definitiv geklärt ist. Betrachten wir mal diesen Fall. Also Klaus Huber hatte die Maske auf, kippt um, trägt eine lebenslange Behinderung davon und die Frage ist geklärt, es war die Maske dafür ursächlich zuständig oder eben die Ursache. Nehmen wir an, Klaus Huber, also der solcher Art lebenslang Geschädigte, hatte ein Attest. Was wird dann der Adressat für einen möglichen Haftungsanspruch, also wer auch immer das sei, der Ladenbetreiber oder der Verordnungsgeber, was wird der sagen? Der wird möglicherweise, beispielsweise, Georg kann das viel besser als ich, der wird sagen, weil Klaus Huber ein Attest mit sich führte, galt für ihn der Ausnahmetatbestand und deshalb treten wir nicht in die Haftung ein, denn er hätte ja ohne Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen können, selber schuld, wenn er sich diesem Risiko ausgesetzt hat. Das würde doch der Haftungs, an den ein Haftungsanspruch besteht, sagen. Also der Anspruch besteht nicht. Jetzt wird's spannend. Nehmen wir mal an, Klaus Huber hatte kein Attest. Und zwar gar nicht, nicht nur nicht dabei, sondern überhaupt nicht. Was wird dann der Adressat für den Haftungsanspruch sagen? Wird er dann sagen, ja, selbstverständlich, weil Klaus Huber kein Attest hatte, deshalb haften wir vollumfänglich für diesen Schaden. Ha? Pustekuchen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich der Haftende auf den in der Verordnung ausdrücklich erwähnten Ausnahmetatbestand zurückziehen. Nämlich die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bestehe nicht für Personen, Zitat, bayerische Verordnung, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, Zitat Ende. Es wird den Adressaten für den Haftungsanspruch einen feuchten Kehricht interessieren, wenn sich Klaus Huber darauf bezieht, er habe ja leider kein Attest gehabt und daher die Maske getragen. Merkt ihr, was hier abgeht? Merkt ihr, was abgeht? Auch wir wissen natürlich nicht, wie der freundliche Richter entscheiden wird. Also, okay. Nur eins ist klar. Die Attestpflicht, die nun in vielen Bundesländern in die Corona-Verordnung aufgenommen wurde, hat offenbar mehr den Zweck, die Bürger weiter einzuschüchtern und ihr gutes Recht, eine Maske aus, Zitat, gesundheitlichen Gründen nicht zu tragen, nicht wahrzunehmen, oder? Das ist der Zweck, warum da diese Attestpflicht in vielen Bundesländern jetzt aufgenommen wurde. Und jetzt frage ich euch mal, das ist jetzt kein Juristendeutsch, was ich jetzt mache, sondern das ist einfach allgemeiner Menschenverstand. Gesundheitliche Gründe liegen die nur dann vor, wenn jemand eine Erkrankung hat, beispielsweise Asthma, und deshalb die Mund-Nase-Bedeckung nicht tragen kann? Oder liegen gesundheitliche Gründe auch dann vor, wenn jemand sich vor einer Erkrankung schützen will? Was ist mein Aufruf, ihr Lieben? Mein Aufruf ist, dass wir mehr Mut haben. Und ich möchte euch jetzt da ein Beispiel zu Gehör bringen. Und zwar steht ja drin, das gilt analog auch für andere Bundesländer, dass die Gründe glaubhaft gemacht werden müssen. Glaubhaftmachung ist das Stichwort. Ich sehe euch, nicken euch Juristen.
Und deshalb habe ich gesagt, wir machen eine eidesstattliche Erklärung, ihr Lieben, und zwar als Glaubhaftmachung. Die habe ich euch auch mitgebracht. Und wer sie jetzt, wer jetzt also kein ausgedrucktes Exemplar mehr bekommt, vorne auf einem der Tische liegen sie, der kann es sich dann runterladen auf Dr. Daniel Langhans. Einfach alles aneinander schreiben. Dr. Daniel Langhans auf Telegram, da stehen die für Bayern und Baden-Württemberg drin. Ich zitiere: Hiermit erkläre ich eidesstattlich, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung MNB kann gesundheitliche Schäden hervorrufen. Doppelpunkt. Aufgrund Rückatmung des eigenen Kohlendioxids, aufgrund von Keim-, Bakterien- oder Pilzbildung, aufgrund von messbar verminderter Sauerstoffzufuhr. Seit Inkrafttreten der entsprechenden Infektionsschutzänderungsgesetze und Verordnungen sind bereits zwei Menschen im Zusammenhang mit einer Mund-Nase-Bedeckung gestorben. Ihr merkt, im Zusammenhang mit, das ist wie so eine windelweiche Formulierung, wie bei den Journalisten, ja. Ich bin persönlich nicht bereit, derartige Risiken zu tragen. Um mögliche Schäden für meine Gesundheit abzuwenden, und jetzt haben wir noch einen zweiten Aspekt reingebracht, und um Haftungsrisiken für Dritte, Klammer auf, Verordnungsgeber, Ladenbetreiber etc., auszuschließen, lehne ich das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für mich persönlich ab. Dabei berufe ich mich auf die 7. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Oktober 2020, in der es heißt, Zitat, Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit. Das ist die Erklärung. So, jetzt ist die spannende Frage, hat das auch Bestand? Hat das Bestand? Also das Erste ist, wir werden ja in manchen Geschäften gefragt. Also ich möchte euch zwei Beispiele von heute sagen. Ich war hier in Würzburg in zwei Tankstellen, bevor ich jetzt hier auf den Platz gekommen bin. Die erste Tankstelle, da war es so, da hat man kategorisch abgelehnt, mich ohne Maske zu bedienen. Okay, das war dann relativ schnell zu Ende. Dann bin ich in die zweite rein und habe genau das gemacht, was ich immer mache in der Tankstelle, aber auch in Läden, wo ich mir den Filialleiter hole. Da frage ich dann, ich bin befreit von der Pflicht, eine Maske tragen zu müssen. Ist Ihnen recht, wenn ich bei Ihnen tanke? Ist Ihnen recht, wenn ich bei Ihnen einkaufe? Ich frage nicht, ist es okay für Sie oder darf ich bei Ihnen? Also ein Quatsch nicht, sondern ist Ihnen recht, Augenhöhe, ja? Die wollen ja mein Geld, oder? Ja. So ist es. Und dann kommt häufig, kein Problem. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig nach der Frage kommt, kein Problem, natürlich. Das ist das Erste. Dann gibt es die zweite Variante, haben Sie einen Attest? Sage ich, ich brauche keins. Ja, aber wenn dann jemand von eine Kontrolle macht, dann sage ich, dann rede ich mit dem Controller. Ja, alles klar. Die wollen nur keinen Stress. Das ist es. Vielfach. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. So, und wenn jetzt jemand tatsächlich darauf beharrt, das Attest sehen zu wollen, ja dann, das ist zwar kein Attest, sondern eine persönliche Glaubhaftmachung, aber dann zeigen wir ihm dieses Formular. Und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte euch ausdrücklich ermuntern. Und jetzt der letzte Fall, nämlich, dass es tatsächlich dazu kommt, dass jemand, der hoheitliche Aufgaben hat, also beispielsweise Einsatzkräfte der Polizei, dass die diese Erklärung lesen. Jetzt könnte es ja sein, dass sie das nicht anerkennen als Attest, wozu es ja, wie gesagt, in der bayerischen Verordnung gar keine Verpflichtung gibt, Klammer auf, Klammer zu. Es könnte sein, dass sie es nicht anerkennen. Was kann denn jetzt passieren, ihr Lieben? Das Maximum, was passiert, ist, dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Das ist bereits bei mir vor 3 Wochen einmal geschehen auf bayerischem Boden. Ich bin dann ganz in aller Ruhe auch rausgegangen aus der Tankstelle. Der sprach mich an, der Polizist in der Tankstelle. Und dann bin ich raus, hab das Ordnungswidrigkeitsverfahren aufnehmen lassen. Dann hieß es, ja, wollen Sie Angaben zur Sache machen? Habe ich gesagt, nein.
Und dann hieß es, bitte rechts unterschreiben. Sag ich, muss ich da unterschreiben? Ich will nicht. Nein, kann auch mein Kollege unterschreiben. Genau. Und dann war das Ding durch. Ich habe noch bisher nichts bekommen. Aber was passiert, wenn dieser gelbe Umschlag kommt? Was werde ich innerhalb von 2 Wochen machen? Einspruch einlegen. So, und dann muss erstmal das Verfahren eröffnet werden durch die Staatsanwaltschaft. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dann möchte ich mal sehen, wie das dann läuft. Denn nicht ich muss nachweisen, dass ich gesundheitliche Gründe hatte, sondern, wieder nicken die Juristen, man muss mir nachweisen, dass ich keine gesundheitlichen Gründe hatte. Und wie soll das denn bitte funktionieren, ihr Lieben, oder? Ihr Lieben, ich danke, dass ihr das etwas verzwickte Thema mit mir jetzt durchdacht habt. Ich möchte euch ausdrücklich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Eigentlich wollte ich noch ganz andere Dinge vortragen, aber dazu reicht die Zeit jetzt nicht. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns hier gegenseitig stärken, dass ihr da seid und dass ihr ausstrahlt auf andere Menschen. Vielen Dank für euren Einsatz und euer Zeugnis.